liebe Familien, etwas ungewohnt begrüße ich euch heute aus der Hauskapelle hier im Pfarrhaus von Herz Jesu. Wir wollen diese Karwoche, auch wenn wir uns nicht in den Kirchen treffen können, miteinander gemeinsam gestalten. Als Pfarreien St. Benno, St. Clemens, St. Theresia, St. Vinzenz und Herz Jesu haben wir uns entschieden, diese Möglichkeit zu nutzen. Ich bin Konstantin Bischof, der Pastoralreferent von St. Clemens und St. Vinzenz, und ich möchte mit euch diese Kar- und Ostertage gestalten. Wenn wir uns zum Kindergottesdienst versammeln, dann ist es immer wichtig, dass wir nicht alleine sind. Dass ich heute Morgen nicht alleine bin, sondern mit euch allen zusammen bin. Aber dass nicht nur wir Menschen zusammen sind, sondern dass wir uns auch mit Gott versammeln. Und so beginnen wir diesen Kindergottesdienst im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ist bei uns, immer dann, wenn wir uns treffen, jeden Tag. Ganz besonders, wenn wir Gottesdienst feiern. Ihn kann man nicht sehen. Aber als Zeichen dafür, dass er bei uns ist, wollen wir diese Kerze entzünden. Sie brennt, sie bewegt sich, so wie Gott ganz lebendig bei uns ist. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Palmsonntag. Wir feiern den Einzug Jesu nach Jerusalem. So wollen wir miteinander beten. Guter Gott, du willst diese Welt. Du hast sie gewollt vom ersten Moment an. Du bist bei uns und du hast uns deinen Sohn geschickt, damit er uns von Gott erzählt und zeigt, dass du da bist. Wir bitten dich. Sei bei uns, wenn wir jetzt über das Internet verbunden miteinander diesen Palmsonntagsgottesdienst feiern. Sei in unseren Herzen, sei in unseren Ohren und bleibe bei uns. Amen. Jesus hatte mit seinen Jüngern auf dem Weg durch Galiläa schon vieles erlebt. Immer mehr Jünger waren es geworden. Er hatte Kranke geheilt, er hatte Menschen von Gott erzählt. Und immer wieder hatte er davon gesprochen, dass er nach Jerusalem gehen wolle. Jetzt sagte er zu seinen Jüngern: Geht ins nächste Dorf, ihr werdet dort einen Esel angebunden finden. Einen Esel, auf dem noch niemand gesessen hat. Diesen Esel brauche ich, um nach Jerusalem zu reiten. Denn er wollte in Jerusalem das Pascha-Fest feiern, das wichtigste Fest der Juden. Die Jünger taten, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie gingen ins nächste Dorf und sie fanden dort den Esel. Diesen Esel banden sie los. Als man sie fragte, warum nehmt ihr den Esel, sagten sie so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte: Der Herr braucht ihn. Und dann brachten sie ihn Jesus. Jesus setzte sich auf den Esel. Mit Jesus auf den Esel ging es jetzt langsam auf den Weg in die große Stadt Jerusalem. In diesen Tagen waren die Jünger und Jesus nicht die einzigen, die sich auf den Weg nach Jerusalem machten, denn viele Menschen wollten in Jerusalem, wo der Tempel steht, das Pascha-Fest feiern. Es hatte sich rumgesprochen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Er und seine Jünger kamen Jerusalem näher. Und sie blieben auf dem Weg nicht alleine. Es waren ja schon viele Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Viel mehr, als wir hier heute Morgen euch zeigen können. Aber es kamen noch mehr Menschen dazu. Von allen Seiten kamen Leute angelaufen. Sie wollten diesen Jesus sehen. Sie wollten den sehen, von dem sie schon so viel gehört hatten, der sie begeistert hatte. So kamen sie an den Wegesrand. Die Menschen, die am Wegesrand zusammenkamen, sie schauten neugierig und sie waren begeistert. Sie rissen Zweige von den Palmen ab, die dort standen, und warfen sie auf den Weg, um zu zeigen: der da kommt, der soll unser König sein. Sie nahmen auch Zweige in die Hand, um Jesus zuzujubeln: Hosanna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. In anderen Jahren binden wir ja auch Palmbuschen und nehmen sie in die Hand,
und jubeln damit dieses Hosanna. Und wir singen, so wie auch heute Morgen miteinander singen: Jesus soll unser König sein. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Und die Menschen nahmen Kleidung, Teppiche, Stoffe und warfen sie auf den Boden auf den Weg, um zu zeigen, wer da kommt. Er soll es gut haben. Er soll ein König sein. Aber er war ein anderer König. Ein König auf einem Esel war es, der da Richtung Stadt ritt, während die Menschen riefen und jubelten. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Doch unter die Menschen hatten sich auch die gemischt, die diesen Jesus noch nie gut fanden, die sich wunderten, weil er so anders ist. Kein richtiger König, kein richtiger Herrscher, keiner, der die Römer aus dem Land werfen würde. Ihm fehlte alles, was ein König eigentlich braucht. Was hatte er denn nicht, was ein König sonst hat? Er hatte keine Krone und er hatte kein Schloss, in dem er gewohnt hat. So dachten sie sich vielleicht, so wie wir singen können. Ein König ohne Krone, ein König ohne Schloss, was ist das für ein König bloß? Ein König ohne Krone, ein König ohne Schloss, was ist das für ein König bloß? Aber ihm fehlte noch viel mehr, was ein König eigentlich hat. Ihm fehlte ein Pferd. Und ihm fehlte ein Schwert? Das stimmt. Ein König reitet nicht auf einem Esel und er hat Waffen dabei. Doch Jesus' Waffen waren andere. Das hatten die Pharisäer und die anderen aber nicht verstanden. Und so dachten sie vielleicht: Ein König ohne Pferd, ein König ohne Schwert, was ist denn dieser König wert? Ein König ohne Pferd, ein König ohne Schwert, was ist denn dieser König wert? Doch unter den Menschen waren viele, die wussten genau, warum sie diesen Jesus als König haben wollten. Er hatte nämlich Sachen gemacht, die sonst kein König machte. Ihn brauchten sie. Was machte ihn zu so einem besonderen König? Er heilt Menschen, er erzählte von Gott und er den Segen gebracht. Und noch viele andere Menschen, daran erinnerten sich die Leute, als sie Jesus zujubelten. Sie jubelten Jesus zu, während er nach Jerusalem ritt. Jesus soll unser König sein. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. 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 In der großen Stadt Jerusalem wird in den nächsten Tagen vieles passieren. Denn dort würde das Passia-Fest gefeiert werden, weil der Tempel dort steht. Mit der Bundeslade und den 10 Geboten. Auch Jesus wird mit seinen Jüngern das Passia-Fest feiern. Doch es wird das letzte Abendmahl sein, an das wir uns am Gründonnerstag erinnern. Jesus, er wird Brot brechen und Wein teilen. Er wird seinen Jüngern die Füße waschen. Er wird uns zeigen, wie Gemeinschaft geht. Doch am Ende dieses Abends wird er verhaftet werden. Und dann, am Karfreitag, werden wir uns daran erinnern, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Erwachsenen hören heute die ganze Geschichte schon am Palmsonntag. Wir wollen den Ausblick wagen und in den nächsten Tagen miteinander weiterfeiern. So haben wir die Geschichte vom Einzug in Jerusalem gehört. Wir wollen uns jetzt verbinden mit allen Menschen, die an diesem Morgen den Gottesdienst feiern. Mit den Christen der ganzen Welt. Und so beten wir miteinander das Gebet, das schon Jesus selbst gebetet hat. Das Vaterunser. Vaterunser.
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir Gott um seinen Segen. Für uns, die wir miteinander heute Morgen gefeiert haben, aber auch für alle Menschen, die in diesen Tagen Angst haben, für alle, die krank sind, für alle, an die wir besonders denken, die, die wir im Herzen tragen. So segne uns und alle Menschen, der gute und treue Gott, der Mensch geworden ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.